Also halt das Mikrofon in Hand. Ja, servus Werner, servus Jenny aus Karlsruhe hier, German Mittelstand. Auf der, wo sind wir hier eigentlich? Intersolar oder wo sind wir gerade? Genau, Sparta I, Intersolar. Ja, jetzt sind wir gerade auf der Empower, in der Halle der Empower. Sag mal, du bist ja da schon länger mit dabei, Jenny, wenn ich das richtig weiß. Und kennst dich da so ein bisschen aus. Erzähl doch mal unseren Mitgliedern, was das eigentlich genau ist und wieso die 23 Namen haben für eine Messe, wo man rumgeht und überall Solarpanels sieht. Es sind nur 5 Namen. Ursprünglich war es die Intersolar vor über 30 Jahren. Und dann vor einigen Jahren hat man sich entschieden, dass man, weil ja immer mehr Messen daraus entstanden sind, zum Beispiel die EES für die Energiespeicher, dass man sagt, okay, man braucht eine Plattform, die heißt das Smarter E, das ist alles verbindet und darunter gibt es eben die 4 Energiespeichermessen, unter anderem die Intersolar, die EES, Batterien, bei der Intersolar die PV-Geschichte, Systeme, dann haben wir eine Power-to-Drive für Elektromobilität und Ladeinfrastruktur. Und die Empower für Energie in Gebäude, Vernetzung, aber auch Klimaneutralität und so weiter. Und alles drumherum, auch die Startups, wo wir uns gerade befinden, auf der Startup-Stage. Machen wir so eine Drehung mit dir, damit die Leute mal sehen, wo wir da eigentlich gerade sind. Du darfst dich auch drehen, wenn du magst, sonst habe ich dich von hinten. Dann schauen wir mal in die andere Richtung. Das ist jetzt cool, was wir da machen können. Also findet man hier alles von der Wertschöpfungskette quasi, von Produktionstechnik bis Anwendung, Speicherung, Verbrauch. Auf der Plattform, auf der Messe und die Tage davor eben auf der Konferenz. So, damit die Mitglieder jetzt vom German Mittelstand wissen, mit wem wir jetzt eigentlich gerade reden, das ist die Jenny Kunz. Du warst vorher, also du bist die Ehegattin, das Ehe-Vibe von unserem Andreas Kunz, und ihr managt zusammen das Kontor in Karlsruhe. Richtig. So wie dahinter als Hintergrund. Genau. Und wer also mit dem Kontor Karlsruhe zu tun hat, hat dann am Ende des Tages oft dann auch mit dir zu tun. Und das kann ich ja grundsätzlich auch mehr empfehlen als dein Mann an der Stelle. Aber das ist natürlich nur ein kleiner Scherz am Rande. Sag doch ganz kurz, du bist eigentlich bei der Connecting Media mittlerweile fest. Und ihr baut dieses Unternehmen ja grandios auf im Bereich IT-Security, wie wir alle wissen. Den Hintergrund, was du jetzt mit dieser Messe zu tun hattest oder immer noch hast, ja, den musst du mir noch schnell verraten. Sehr gute Frage. Also warum sind wir hier als Aussteller? Klar, durch die Verbindung, weil ich jahrelang bei der Smarter E Intersolar Projektassistenz war, die Messe und auch die Startups mit betreut habe. Und da gab es eben letztes Jahr einen Wechsel zu Connected Media. Und da haben wir gesagt, okay, macht Sinn. Wir haben Angebote bekommen, die Startup-Stage zu leiten, einfach weil es gut funktioniert hat. Und von den Themen her, IT-Security geht ja jedem was an. So Jenny, die Messe hier, wenn ich hier so rumschaue, wir sind ja ein bisschen rumgelaufen, scheint ja echt mal proppevoll zu sein. Kommt mir das so vor oder ist dem so? Nee, ist es so. Also es sind ja 12 Hallen, das ist schon einiges. Es sind 1450 Aussteller, so die offiziellen Zahlen. Und man rechnet immer so mit 50.000 Besuchern, Fachbesuchern aus halbe national, international. Mhm. Und auch so, was die Gänge angeht, was uns auch gesagt wurde, und auch wenn man mit den Ausstellern hier redet, sind alle recht zufrieden und sagen, sie kriegen gar keine Möglichkeit, mal Mittagessen zu gehen oder so. Ja, die Branche boomt. Also das merkt man auf jeden Fall, ja. Tolle Sache. Ja. Bedauerst du so ein bisschen aus der Solar- oder Photovoltaik-Renewables rauszugehen und das schnöde Thema IT-Security jetzt zu machen? Also schnöd ist das Thema alles andere. Ich freue mich, weil ich bevor ich hier bei der Messe war, auch schon in dem Thema IT, Security, IT war. Von daher ist es schon, weil ich merke, werde da nie deep drin sein, aber es ist spannend. Es ist schön, auf der anderen Seite zu sein, aber definitiv was anderes. Ja. Als Organisator. Also. Wer sich für die Messe interessiert, kann sich bei dir melden und wer sich für IT-Security meldet, der wird sich kann sich auch bei dir melden. Genau. Also du bist eine vielseitig versierte Frau und wir sind froh und stolz, dass du bei uns hier beim Joy Mittelstand Netzwerk bist. Danke dir, liebe Jenny. Mit der Kamera, also wir sehen jetzt dich und wir sehen dich da oben, Kleinen. Andi Kunz, das ist gut. Heute in einer ganz speziellen Rolle, nämlich als Moderator und geh mal ein bisschen weiter weg, damit man das sehen kann, hier als Betreiber der Startups auf der Intersolar hier in München. Mit seiner Frau haben wir gerade schon gesprochen. Andi, du bist voller Freude. Dir geht's gut, sehe ich das richtig? Ja, ich bin endlich wieder unter Menschen. Ich muss nicht mehr von einem Monitor quasseln, sondern kann endlich wieder in Austausch mit Personen gehen. Und dann ist es hier ja nicht nur eine deutschlandweite Messe, sondern auch noch eine internationale Messe. Von daher, es fühlt sich so an, als ob man sein Leben wieder zurück hat. Ja, Jenny hat es schon gerade erzählt, das Ding ist proppe-bumsvoll sozusagen. Man merkt, die Branche boomt. Wie kommst du jetzt als IT-Security-Spezialist, als den wir dich ja hier beim German Mittelstand kennen, dazu,
Moderator beim Startup für Renewables zu agieren. Das ist ja irgendwie ein bisschen. Ja, also die Kernkompetenz eines ITler ist ja, den Gegenüber so mit Fachwörtern tot zu quasseln, dass dann irgendwann Ruhe ist. Deswegen haben die dann meine Affinität zum Quasseln entdeckt und gesagt, das kriegt er auch noch hin. Nein, Spaß beiseite. Als Startup ist man natürlich auch immer wieder gewieft dabei, zu schauen, was gibt es denn links und was gibt es denn rechts. Und das Schöne an der IT ist ja, IT hört ja nicht am PC auf, sondern mittlerweile durch dieses schöne Buzzword Digitalisierung hat halt mittlerweile jedes Gerät, ob PV-Anlage, ob Ladestation, ob Kraftwerk etc., Netzwerkanschluss ist irgendwie per App gekoppelt, Funk ins Internet, wird per Cloud gemanagt und viele sind schon auf dem richtigen Weg. Also wir haben jetzt hier auch schöne Startups gefunden, die gesagt haben, wir machen das sogar noch sicher mit Kryptografie und so weiter. Bei anderen ist es so, ach so, shit, das Thema Security müssen wir ja auch noch beachten. Ja. Und deswegen bin ich in doppelter Rolle heute hier, einmal als Moderator und mit dem kompletten Connecting Media Team eben drüben mit einem eigenen Stand, wo wir eben das Thema Hacking, Pentesting, Schwachstellen-Scanning eben auch für die doch etwas speziellere Industrie hier pitchen werden. Ich dachte schon, du willst mir jetzt erklären, dass der ITler per se der richtige Mann zur Kommunikation ist. Da hätte ich mir jetzt dann wahrscheinlich doch ein bisschen Scheps gelacht, weil ihr seid ja eher bekannt dafür, nicht zu kommunizieren, als zu kommunizieren. Da drüben ist der Georg gerade gekommen, der soll mal telefoniert. Du meinst, über welchen Kanal man kommuniziert, oder? Hinten ist der Georg Linde, der soll mal rüberkommen zu uns. Komm mal rüber, du darfst ja auch. Der ist nämlich auch hier gerade auf der Intersolar, also der German Mittelstand ist mit dem Konter Karlsruhe vertreten und dem Konter Ebersberg an der Stelle. Ich drehe mal so ein bisschen darüber, damit ich dann euch beide und mich nicht so zufällt da drin habe. Einfach ein bisschen da oder so rum, genau, das ist super. Joshi, du bist hier ja auch beruflich unterwegs. Wir haben gerade schon angefangen, das Thema Solarmodule hat auch einen Security-Aspekt, habe ich gerade gelernt. Sprich, die Anlagen müssen ja auch sicher sein. Versichert ihr jetzt dann sozusagen auch schon, gibt es jetzt dann auch schon die entsprechenden IT-Versicherungen für die sozusagen so Solarmodule oder warum bist du da aus Spaß oder Freude hier? Na, das natürlich nicht, weil von irgendwas muss ich ja leben, das weißt du ja, meine Semmeln verdienen. Spezielle Versicherung, Cyberversicherung ist unabhängig davon, was die Firma erstmal macht, vom Grundsatz her. Und wenn irgendwas am Netz hängt, ist eine Gefahr dabei. Und dann glaube ich den Andi Kunz von der Connecting Media und meine Wenigkeit mit meiner Cyberversicherung von der Firma Dr. Höppmann. Und dann haben wir ein rundes Paket und der Kunde kann morgen wieder besser schlafen. Okay. Also das ist hier, seht ihr, das Dream Team im German Mittelstand. Es gibt noch ein paar andere Experten, wollen wir mal sicher, also wollen wir mal fairerweise sagen, im German Mittelstand, die sich damit auskennen. Aber das ist schon mal ein tolles Team. Und Georg, bist du auch so impressed von der Menge der Menschen, die hier sind? Ja, dass mal wieder so viel auf Messen ist, nur nach 2 Jahren Abstinenz durch Corona und alles Mögliche. Ich finde das ganz schön voll, was hier los ist. Ja? Also ist gutes Business. Ja. So, jetzt haben wir die 3 beieinander. Das Mikro steckt beim Andi, also am Revier. Das müsst ihr vielleicht mal ein bisschen so zentral nehmen, dass man euch alle drei hört. Und dann nimmt es einfach so ein bisschen in die Mitte. Ein Püschel hier. So, dann haben wir jetzt schon den Andi gehört, wir haben den Georg gehört. Werner, wie fühlst du dich an der Startup-Stage als Jungunternehmer? Jung, oder? Da gehöre ich hin mit meinem Unternehmen, das seit 30 Jahren einigermaßen unerfolgreich durch die Gegend rennt. Startup-Stage ist immer spannend, hier viele neue Themen und das finde ich mega. Also ich finde auch den Eindruck, was ich von der Messe habe, ich weiß nicht, ob du mich das fragen willst, aber ich finde diesen Impuls, den wir jetzt hier gerade haben, diesen vollen Messehallen und mit dieser Aufbruchstimmung, hätte ich jetzt fast gesagt. Das ist genau das, was die Wirtschaft momentan auch wirklich braucht. Trotz aller äußerlichen Situationen, die wir jetzt da gerade haben, wollen gar nicht näher drauf eingehen. Einfach trotzdem zu sehen, das Geschäft geht weiter, es brummt und du musst auf die richtigen Technologien setzen, du musst auf die Transformation setzen und dann kommst du immer über die Runden. Und das finde ich das Schöne. Das ist die Kernmessage, die ich von dieser Messe hier habe. Da gibt es ja auch so gute Erfolgsmodelle, die mal aufzeigen, dass es doch in Deutschland weitergeht. Trotz Krisen, die wir jetzt seit Jahren haben. Ja, und von den Startups werden wir ja wahrscheinlich auch noch mehr hören, weil Werner und ich haben letzte Woche beim Hopfen stell dich ein, in diesem Grafing war. Da haben wir nämlich beschlossen, wir geben den Startups mal eine Stimme. Absolut. Weil wir haben festgestellt, es gibt so viele coole Startups. Ja. Und da wollen wir mal ansetzen und sagen, wir schauen, dass wir da für eine schöne elitäre Runde aus verschiedenen Branchen bringen. Und nein, wir werden nicht nur über IT-Sicherheit sprechen,
wäre ja auch zu langweilig. Nein, Gottes Willen. Also Sicherheit ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, aber wir wollen den Wandel vollziehen. Wir wollen nach vorne gehen. Wir wollen wieder in Deutschland und in Europa, das muss man ja auch so sehen, einfach wieder eine Nummer werden. Die Abhängigkeiten müssen wir loswerden, egal in welche Richtung. Und wir müssen autark auch hier wirtschaftlich agieren können. Und das schaffen wir mit Startups in Deutschland, die mit Herzblut ihr Business betreiben. Ja. Vielleicht dann in der Ergänzung, das ist ja dann ein gutes Dreamteam. Wir haben einmal die IT-Sicherheit, wir haben einmal auf meiner Seite die Versicherungslösung. Ich habe nämlich gerade einen aktuellen Fall. Hoffen wir mal, dass er nächste Woche dieses junge Startup-Unternehmen als Kunde kriegt. Das ist nämlich interessant. Bis jetzt haben sie fleißig gearbeitet und sind gewachsen, haben plötzlich ganz viele Leute, auf einmal 60, und den Umsatz extrem verdoppelt. Und jetzt fällt ihnen ein Hotline. Über das Thema Versicherung müssen wir auch nochmal reden. Da stimmt, glaube ich, was nicht. Und es wäre schön, wenn ich ihn bekomme, weil es ein tolles Unternehmen, das Software entwickelt. Ja, super, Jungs. Dann werden wir doch ein bisschen auf der Messe rumschauen und gucken, dass wir unserem Job nachkommen. Was ist unser Job nochmal vom German Mittelstand? Wir bringen die Menschen, die Ideen und die Technologien zusammen. Auf gut Bayerisch, connecting people. Ja, die Netzwerke. Wir sehen uns. Servus. Jetzt hat funktioniert. So, wir sind schon wieder einen neuen Stand gesehen, da drüben, Brads Means Life, und wir haben uns jetzt hier zusammengetan und lernen gerade den Simon Zimmermann kennen von der Firma Solar Bakery GmbH. Genau. Empfohlen hat das Ganze unser Andi Kunz, hat gesagt, das müsst ihr euch anschauen, das ist super cool, und weil wir das Netzwerk der mutigen, zukunftsorientierten Unternehmer sind, haben wir gedacht, das schauen wir uns jetzt mal an, und der Simon hat gesagt, er erzählt uns mal kurz, was er macht. Sehr gerne. Wie der Name schon so schön sagt, Solar Bakery. Wir vereinen quasi Solar, PV-Technik mit dem klassischen Bäckereihandwerk. Wir produzieren containerisierte Backstuben, Seefrachtcontainer mit Backequipment im Innern und packen ordentlich PV-Flächen aufs Dach, haben sogar noch Batteriespeicher im Container, damit wir auch nachts backen können. Und die ganze Bäckereiproduktion im Container wird zu 100% versorgt durch die Photovoltaikflächen auf dem Dach. Genau, das heißt, wir haben eine off-grid, energieautarke Backstube, die jetzt schon im ganzen globalen Süden sehr großes Interesse weckt. Also alle Länder, wo natürlich viel Sonne haben, wo einerseits die Infrastruktur ein bisschen unterentwickelt ist, für die ist es die perfekte Lösung, um da Brot zu produzieren, Arbeitsplätze zu schaffen, Regionalentwicklung. Also du willst jetzt gar nicht unbedingt Bäckereien in Deutschland ersetzen, weil da haben wir ja nicht unbedingt einen Bedarf. Ich glaube, das ist immer ganz gut gesetzt. Das ist immer ganz gut aufgestellt. Dafür ist die Idee nicht, sondern tatsächlich auch als, ist es dann auch so ein Thema, jetzt mal beschäftigt uns ja alle, Ukraine-Krieg, Weizenfelder, die nicht bewirtschaftet werden in Exporte aus Russland, schwierig, also die größten Weizenexporteure der Welt, Ukraine und Russland, ist gerade ein bisschen eine schwierige Situation, die Weizenpreise gehen durch die Decke. Betrifft euch das? Sorry, wenn ich das frage, aber interessiert mich einfach. Das ist sogar eins unserer wichtigsten Themen. Ich sag mal, noch vor Corona, noch vor Ukraine, haben wir schon darüber nachgedacht, wie können wir diese ganze Rohstoffkette dezentraler gestalten, damit man sich einfach unabhängig von diesen globalen Weizenspekulationen macht. Und jetzt durch die aktuelle Situation merken wir, okay, das ist der Weg, den wir noch mehr forcieren müssen. Unsere Bäckereien haben auch eine Mühle integriert. Wir wollen jetzt schon lokale Getreidesorten, auch traditionelle Getreidesorten, in den jeweiligen Ländern einsetzen. Viele Backwaren, die sehr beliebt sind, sei es in Senegal, in Asien, also die basieren auf Weizen. Das heißt, wir müssen jetzt eigentlich den Weg gehen und Stück für Stück diesen Weizen, auf dem alles basiert, ablösen durch regionale und lokale Getreidesorten. Und genau, jetzt merken wir gerade, das ist absolut der richtige Weg, der auch zukunftsfähig das Ganze macht. Was braucht es, um diese großartige Idee in die Welt zu tragen? Bäckereien, die wir ja auch produzieren. Wir sind ja ein junges Startup, aber haben schon sehr viele Jahre Erfahrung im afrikanischen Markt. Mhm. Haben jetzt auch ein starkes Partnerunternehmen, Africa Green Tech, die viele Jahre in Afrika Off-Grid PV-Systeme anbieten. Und jetzt wir als Startup wollen natürlich schnell wachsen. Der Bedarf ist definitiv da. Wir kriegen gerade schon Anfragen aus aller Welt. Auch nochmal zum Punkt Ukraine. Das United Nations World Food Program hat uns auch schon angefragt, ob wir in den Grenzgebieten zur Ukraine jetzt die Menschen ernähren können mit unserer Bäckereilösung. Aber um das auf den Weg zu bringen, müssen wir natürlich wachsen. Dafür braucht man mehr Finanzierung. Wir sind auf der Suche nach Investoren, sei es Equity, Eigenkapital.
oder auch über gewisse Projektfinanzierungen, Darlehen. Also da kann man mit uns über alles sprechen. Wir haben auch jetzt unsere erste Finanzierungsrunde über Crowdinvesting sehr erfolgreich durchfinanziert. Da können dann natürlich auch kleinere Anleger mit einsteigen. Also der Bedarf ist da, wir wollen es umsetzen. Jetzt geht's also wer immer das jetzt sieht und hört hier sozusagen fast dann live, das wird natürlich als Konserve online gestellt, der kann sich an uns wenden, an den German Mittelstand und wir geben dann deinen Kontakt weiter. Sehr gerne. Aus. Oder auch an und die invest@solarbakery.com. Kurz schreiben, ja, wo das Interesse liegt und dann... Genau, mit dem Video werden wir dann einfach nochmal das Video, was du gerade angekündigt hast, was das also nochmal erklärt, einfach mit drunter stellen und dann kann sich das einer anschauen. Du, lieber Simon, danke dir, war echt spannend und wir wünschen dir, glaube ich, alles Gute und hoffentlich sieht man sich bald mal wieder. Vielen Dank euch. Ich wollte dir nochmal einen kurzen Blick auf diesen Mini-Messestand gönnen. Der ist süß und klein und ein Startup würdig, aber man sieht viele Menschen, die sich dafür interessieren. Und dieses Video werde ich euch dann sozusagen einstellen. Anschauen kann, wie das war. Also ziemlich coole Nummer, würde ich sagen.